Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Immer das Gleiche. Das muss ja mal eine richtig peinliche Bootsfahrt gewesen sein. Schön, alles voller stillschweigender Anschuldigung. Oh Gott. Auf wen hast du es diesmal abgesehen? Mich oder Sadler? Das liegt ganz bei dir. Planänderung. Das heißt, wenn du einwilligst. Sollte mich etwa beeindrucken? Interessant. Okay, bin dabei. Kostet dich aber extra. Kluge Entscheidung. Ich schick dir die Koordinaten. Und vergiss nicht, ich mag es nicht so. Warten, ich weiß. Also Wesker ist auch tatsächlich unter allen Arbeitgebern, die man sich vorstellen kann, der Beste. Einfach, ja, der Beste, die beste Bewertung irgendwie. Und es ist eigentlich auch so ein Wunscharbeitgeber für mich. Irgendwie. Ja, es ist halt Wertschätzung, wird sehr hoch geschrieben. Irgendwie sehr groß geschrieben. Und ja. Man fühlt sich ja noch mal so willkommen. Fehler werden auch schnell verziehen. So, mein Freund, du bist dran. Zabem. So, wir sind auf der Insel und die Insel wimmelt von Soldaten. Heißt also, wir haben es hier wirklich mit einer ordentlichen Schlagkraft zu tun irgendwie. Also so, die haben wahrscheinlich alle irgendwie Gewehre oder sonst irgendwas. Also, das wird übel. Das wird übel. Vorbei die Zeit der netten, Heugabel schwingenden Dorfbewohner. Naja, wir schauen mal. So. Haben wir noch ein paar Kisten. Schabem, Schabum. Jetzt hat die Frage, geht's die Leiter hoch oder geht den Gang lang? Ich geh mal die Leiter hoch. Mhm. What do we got here? Ja, jetzt 16 Schuss. Sieht ganz gut aus. So, haben wir hier, können wir hier was lesen? Ne, hier haben wir nur einen vollen Aschenbecher. Den kann man auch mal sauber machen und leer machen, Freunde. Muss ja nicht so sein. Pistolenmunition. Und Pistolenmunition. Alles klar. So, okay, gut. Dann geht's wieder runter und wahrscheinlich dann geradeaus weiter. So. Und dann schauen wir doch mal. So, bitte liegen bleiben, mein großer Psycho Mantis. Das reicht. Du hast jetzt Auszeit. So, jetzt einmal nach da und hier
Und plötzlich die Tür auf. Okay. Da mach ich nicht, geh mal hin. Oh, der Bernstein. Kann nicht, dass jetzt hier was passiert, Freunde. Mal lieber nachladen. So, der Schatz muss hier irgendwo. Ah, da hinten ist er. Eine schöne große Truhe für uns. Und drinnen haben wir einen Rohkristall. So. Okay, mal schauen, was der auf den Markt bringt. Können wir jetzt eigentlich hier irgendwas abkratzen? Von dem Bernstein? Okay, scheinbar ist der jetzt für uns noch nicht so interessant. Wer seid ihr, Alet? Wer seid ihr? Bitteschön. Oh, haben sie genommen, Alter. Haben sie einfach... Oh, schön. Haben wir noch einen anderen mitgenommen. Das ist ja schön. Leider ein bisschen verschwendete Granate gewesen, glaube ich, leider. Naja. Man weiß es halt nicht vorher. So, Pistolenmunition nehmen wir natürlich auch. Dankbar mit. Können wir durch die Tür hinten durch? Sieht so aus. Weia, wo sind wir denn, Alter? Oh, nee, bitte nicht die Baustelle. So, gelbe Kraut. Das schaut gut aus. So, wir könnten uns noch ein wenig Maschinengewehrmunition machen. Sehr schön. Und das... Warte, siehst du, ich muss da die Sprengbolzen noch irgendwie verkaufen. Die nehmen auf jeden Fall Platz weg. Mal schauen, was sie bringen. Ob sich überhaupt einfach lohnt, die immer mitzunehmen oder ob man die nicht einfach irgendwie so rausschmeißt. Ja, mal schauen, Mama. So, und ich glaube, ich habe da schon diese olle Baustelle gesehen. Und die Baustelle fand ich nicht cool. Irgendwie, das war auch so eine... sehr, sehr fiese Szene irgendwie mit nicht enden wollenden Gegnerscharen. So, warte mal. Bin hier Comic? Hä? Moment. Was? Wie? Okay, wir müssen tatsächlich da lang. Das ist die Uni W. So, hier kommen wir nicht durch. Und hier war noch scheinbar irgendwo ein Schatz. Vielleicht eine Lampe oder irgendwas da oben? Nächstes Areal erst. Sorry. So, okay, wir gehen mal rüber. So, und dann wird es hier wohl eine Tür geben. Yay. Oder können wir hier rüberspringen? Ja, wir können hier rüberspringen. Schießpulver, sehr schön. Zwei Kisten. Pesetas. Und Schießpulver. Ich finde, ein Schießpulver ist halt wirklich... ist halt mau, Freunde. Ich glaube, ich habe schon mal ein bisschen erwähnt hier in diesem Let's Play und auch im Hauptspiel irgendwie. Die sind halt wirklich, wirklich recht geizig hier, was diesmal die lootbaren Sachen angeht. Oh, wo seid ihr, Alter? So, okay, ihr wart die Fahrstuhlwarte. Ja, oh, aber wir haben unten gleich ein Händler, das ist ganz gut. Da können wir gleich nochmal kurz einen Blick werfen. Aber so einfach werden die mich nicht durchlassen. Mal schauen, vielleicht gibt es neue Tuning-Updates für uns. Und Upgrades, besser gesagt. Ja, ich bin gleich bei dir. Ich sammle hier mal ganz kurz hier noch das Gemüse ein. Und schau mal kurz hier in die Kisten. So. Und der Rest ist... Hier sind noch zwei Kisten. So, schnell geschnappt. Und dann schauen wir noch mal, was der dazu sagen hat. Willkommen, Fremde. So. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftragen können. 4 Stück verkaufen wir davon. 14.000 Kronen. Das ist ja super, Alter. Keinen Unterschied. So, aber und wir gehen runter. Was uns wert ist. Sprengpfeile. Ah, okay, 2.000. Das ist okay. 85.000 ist natürlich schon eine schöne Sache. So, schauen wir mal kurz in den Tuning-Bereich rein. Okay, wir können die TMP, dann mal bei der Red 9. Guten Händen. Keine Sorge. Ja, Feuerrate, also die feuert eigentlich relativ gut und schnell. Nachladegeschwindigkeit bin ich auch immer ein bisschen knitterig, was das angeht irgendwie.
Da würde ich tatsächlich nochmal hier bei der TMP ein bisschen aufpassen. Und nicht aufpassen, sondern halt mal einfach nochmal was hochsetzen. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremde. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Okay, beim Tauschen. Was ist denn hier dazu gekommen? Oh, warte mal, sag mir jetzt nicht, dass wir hier noch einen. Achso, der Stingray. Nein, Stingray lasse ich erstmal außen vor. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Beim Tauschen wollte ich nochmal schauen. Gut, hier ist nichts Neues. Wie bitte? Wo wir unsere Ware hier haben. Glaub mir, das willst ich. Hoffe, du beirrst mich bald mal wieder, Fremde. Ja, stimmt. So, bei der TMP können wir kurz mal nachladen. Dadurch kriegen wir natürlich auch wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Mit einem höheren Fassungsvermögen. Und natürlich ist die TMP jetzt fast auf dem gleichen, naja, ich sag mal, Zweidrittelstand der Black Eagle. Ist das die Black Eagle? Nee, die Blacktail war das irgendwie. Unsere erste Pistole, die wir hatten. Und das ist schon ordentlich irgendwie. Also vom Schadensbild her. Vom Damage. Was ist mit Sangre? Oh. Oh, oh, fuck. Ich wollte gerade Fernangriff machen, ihr Schweine. Der ist schnell. Und nervig. Ist jetzt gut. Ja, die mit Helm sind natürlich echt fies. So, Freunde, kommt mal kurz her. Oh Gott, oh Gott. Oh nee, Alter, nicht so ein Typ mit der Gatling. Oh, die sind nervig, Alter, die sind nervig. Na gut, dann muss ich es leider so machen. Ich wollte eigentlich die, die Tonne benutzen. Aber dann müssen es halt 4 Schuss sein. So, wo ist der? Wo ist der Dude? Alter. So, Schweinemann. Haben wir dich hoffentlich. Sehr schön. Blauer Saphir. Okay. So, die Musik ist immer noch ein bisschen aufregend. Da hinten ist noch eine Kiste, die holen wir uns. Ich würde mich gleich mal ein bisschen heilen. Wenn ich mich gleich hier vorne um die Ecke nochmal umgesehen habe. Da oben haben wir nochmal 2 Kisten. Und hier hinten haben wir oben noch eine Kiste. Alles klar. Na gut, dann gehen wir hier mal hoch. Ach, geschmeidig schwingt sich Ada nach oben. So, zack. Die letzte Kiste. Moment, wo war denn jetzt eigentlich der Schatz? Der Schatz war da drüben. Hier drüben war irgendwo. Ah, guck mal an. Das ist ja fies. Der ist ja fies versteckt. So, was war das? Roter Beryl. So langsam bräuchten wir mal was, wo wir die Steine einsetzen können, irgendwie, damit wir da ein bisschen Zaster mitmachen. So, ein Fass. Und weiter geht's. Der Sound mit der Gitarre zusammen irgendwie klingt für mich auch manchmal so ein bisschen wie der Soundtrack von Metal Gear Solid. So, oha, okay, warte mal, dann gönnen wir uns jetzt erstmal hier ganz kurz mal eben grüne Kraut. Weil davon haben wir auf jeden Fall eine Menge. Okay. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Oh, okay. Ashley wurde auch schon geheilt jetzt. Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm. Wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los.
Für Luis. Für Luise. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. Wehe, du stirbst. Oh, hier war nochmal ein Händler. Ich hab genau das Richtige. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremde. Im Bringt Grab. Nicht. Bring, wie du meinst, Fremde. Oh, aber hier haben wir nochmal einen Auftrag. Hübscher Käfer. Hab gehört, Schmuckkäfer sind jetzt wieder in. Angeblich wirken sie am besten, wenn man sie sich paarweise ansteckt. Glaubst du, du könntest mir zwei besorgen? Einer soll auf der Sezierstation in Trakt 1 sein. Der andere wurde wohl gestohlen. Na, du findest sie schon. Zwei Schmuckkäfer verkaufen in Trakt 1. Gebäude. Inneres. Für 10 Spinell. Das ist nicht wenig. Das würde ich mir jetzt nicht durch die Lappen gehen lassen wollen. Du bist tot? Okay, hier müssen wir irgendwas einfügen. Zur Funkzentrale komme ich nur durch dieses Tor. Aber es hat keinen Strom. Notiz eines Wissenschaftlers. Okay, keine Panik. Ich muss mich auf die Fakten konzentrieren. Erstens, die Testsubjekte in der Anlage sind ausgebrochen. Zweitens, das Tor ist zu. Die Stromversorgungseinheit fehlt und ohne kann man es nicht öffnen. Soweit ich weiß, gibt es so eine Einheit im Gefrierhaus. Oh nein, nicht das Gefrierhaus. Es ist eine Notstromeinheit für den Fall, dass eins der Testsubjekte außer Kontrolle gerät. Sollte also passen. Nur wie komme ich ins Gefrierhaus, ohne dass ich dabei draufgehe? Denke nach, nicht aufgeben. Denk an deine Familie. Du schaffst das. Für sie. Glaube an dich. Don't stop believing. So. Oh, scheiße, ey. Also das Gefrierhaus ist wirklich nicht schön. Überhaupt nicht schön. Weil da wartet ein Gegnertyp irgendwie, der kann tatsächlich mit dem... Oh fuck, und wir sind schon direkt da. Mit der Art von Waffe, die ich hier habe, irgendwie echt... Das wird nervig. So, lass mich mal kurz gucken, und zwar auf der 4. Ja, das Problem ist, ich habe halt schon ein Scharfschützengewehr. Großes Problem an der Sache ist halt einfach, sie muss jedes Mal einzeln nachladen. Und das wird übel. So, da hinten stehen welche. Ich würde sie einfach mal willkommen heißen. Oh, ich habe nur noch 30 Schuss. Das ist ja nicht gut. Das ist nicht gut. So, wenn ich jetzt hier rüberspringe, kommen die natürlich raus hier ran. So, könnt ihr jetzt natürlich einfach sagen. Rotzt die von hier weg. So. Erwischt. Das war erstmal nicht schlecht. Aber wart halt noch nicht, ne? So. Ins Gekröse. Ja, oh, schade. Okay. So, was haben wir hier? Analysebericht Regenerator. Datum 9. April. Es ist soweit. Ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerator. Sein Stoffwechsel suchte seinesgleichen. Solange die Parasiten an seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu generieren. Ich hasse ihn dafür. Datum 10. April. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. 13. April. Ich habe der überheblichen Flachpfeife aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist gerade bleich geworden. Dann hat er irgendetwas in sein Notizheft gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot. Ich habe alles unter Kontrolle. Datum unbekannt. Das Testsubjekt ist durchgedreht und aus seinem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Ja, ist selten gut gegangen.
So, da haben wir es nämlich. Warte mal, kann man kurz schauen. Nachladen natürlich erstmal. Wir hier schon was sehen. Oh ja. Und hier sind diese Parasiten, ne? So, ich könnte jetzt mal einfach... Ob ich jetzt mal einen Schuss ansetze hier? Oh, es sind zwei. Okay. So, okay, das ging noch recht... Das ging tatsächlich noch nicht gut, weil er halt noch statisch war. Oh, der Schmuckkäfer. Der erste Schmuckkäfer. Wie schön. Okay, also ich muss hier Regeneratus auf jeden Fall platt machen. Für die Schmuckkäfer. I want my Schmuckkäfer. So, hier haben wir Pistolenmunition. Sehr schön. Hier haben wir noch ein Bier mit hier oben. Nee. So. Oh, schön. Ich glaube, ich sollte mal die Glasvitrinen mal alle ein bisschen besser ansehen. Ein bisschen genauer, wenn ich. Mann, Alter, die Steuerung ist heute... Das ist heute nicht meins. So, haben wir denn hier nicht auch so eine Dinger? Nee, haben wir hier nicht. Hier auch nicht. Dafür schmeißen wir mit Hockern um uns. Oh, hier aber. Grünes Kraut. Schießpulver, wunderbar. Hier haben wir nochmal Gewehrmunition. Hier ist nichts, hier ist nichts. So, okay. Und hier nebenan, durch die Tür geht es quasi... Kann ich hier durch? Ja. Geht es eine Treppe hoch. Ich muss wirklich aufpassen, wo mir die Generalos entgegenkommen. Weil, wie gesagt, in zu engen Räumen irgendwie hast du echt keine Chance. Also definitiv nicht mit dem Scharfschützengewehr, was ich jetzt hier gerade habe. Irgendwie vielleicht mit dem Stingray, weil das ist ein halbautomatisches. Aber mit dem Gewehr wird schwer. Ah, oh, und wie ich noch davon rede, ey. Scheiße. So, das war Nummer 1. Und das war Nummer 2. Schwein gehabt. Echt Schwein gehabt. Und ein Rubin. Schade, kein... Freedival. Ich hab's im Gesicht. Es ist leider kein Goldkäfer gewesen. So, haben wir hier oben noch irgendwas zum... Finden, kaputt machen, ähnlichen. Kann man hier aufmachen? Nein, kann man nicht. Schade. Kann man hier drüben irgendwelche Tasten drücken? Nein. Benny würde mich jetzt wieder rügen, wenn ich irgendwelche Knöpfe drücken will. Sie sind rot. Ich muss sie drücken. So, oh, was blinkt hier? Ja, nichts. Ausgebaute Fernsehröhren. Wozu auch immer. Was? Und Max sollte auf jeden Fall erstmal das Gewehr nachladen. Okay, Kantenmaler war da, würde Krung sagen. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Aber erst muss der Strom aus sein. Frage ist nur, wie stelle ich den... Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Man hört, ich bin der Meinung, man hört ihn sogar schon. Oh, wo ist er? Ist natürlich durch diese... Holla, holla, holla. Durch das biosensorische Visier ist natürlich cool gemacht. Fast so ein bisschen so wie die Nachtsichtkamera von Outlast. So, zack. Oh je, hört ihr ihn? Okay, es kommt von hier. Und da ist er. Nachladen. Ja, wir haben ihn. Sehr nice. Okay. Sehr schön. 24 Schuss noch für Scharfschützengewehr. Was auch dazu geht. Ganz gut. Wieder nur ein Rubin. Ah, oh, hier ist der Schmuckkäfer, der zweite. Yes. Okay. So, kann ich hier was nehmen? Nein, kann ich nicht. So, wo, wie? Hier geht's jetzt nicht weiter. Dann werden wir wahrscheinlich hier vorne durch die Tür durchkommen. Fraglich für mich auch an der Stelle, ob ich jetzt erstmal zurücklaufen sollte.
Zum Händler? Ifrihaus, aber nee, ich denke, ich muss erstmal hier ins Ifrihaus. Also ich bin ja nun schon fast da. Die Sezierstation hat tatsächlich hier noch einen Schatz. Da würde ich nochmal kurz schauen wollen. Warte mal, bin ich falsch? Ja, ich bin falsch. Im Nebenraum war der Schatz. Okay, ein Seilkristall. Und hier haben wir sogar noch Schießpulver. Ich muss mir echt die Regale, die Glasvitrinen mehr angucken. Irgendwie, die sind ja echt hier voll mit geilem Stuff. Das ist schon ein Ding. So, falsch laufen, wunderbar. So, dann nehmen wir hier mal schnell hin. Also ich habe ein mieses Gefühl, ne? Im Hauptgame wurden wir auch überrascht. So, hier können wir die ausschalten. Ich würde mal ganz kurz nochmal gucken, ob wir hier noch was anderes irgendwie machen können, finden können. Oh, okay. Was haben wir hier? Einmal Schießpulver. Warum man Schießpulver auch immer im Gefrierfach aufhebt, das ist... Gut, wer bin ich? Also ich richte. So. Okay, damit haben wir die Einheit für die Tür. Das musste ja so kommen. Was denn? Ach, das sind... die hasse ich ja nur wirklich. So, du hast jetzt hier mal Pause, mein Freund. So, hier konnte man ja auch durch, ne? Die Frage ist das jetzt hier nur eine Abkürzung? Oder finden wir hier irgendwas Cooles? Oh, scheiße, ich höre schon wieder so ein Regenerator. So, und das ist natürlich, das ist jetzt eine Art von Distanz irgendwie, die möchte ich mit dem nicht haben. Pff, wie die Schießpulver hier überall hinpacken, Alter. Okay, also ihr könnt hier vorne um die Ecke stehen. Schatzkiste, oh, schön schlecht, da schauen wir mal rein. Der Goldlux, sehr schön. So, irgendwie denke ich, dass er hinter dieser Tür ist. Ja. Schnell nachladen, komm, mach hin. Also, ich muss sagen, ich habe gerade derzeit mehr Glück als Verstand, was das angeht. Oh, Scheiße.